Verbündete Schwestern und Brüder, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das Schlüsselwort des Evangeliums, Matthäus 18, 20, das ereignet sich heute hier in Dresden. Christus ist mitten unter uns. Das wird jeder evangelische Landesbischof so sagen. Frau Göring-Eckert wird das so sagen, aber das könnte auch jeder katholische Bischof hier so sagen. Christus mitten unter uns, das ist unser Schatz. Das ist das Größte, was einem Kirchentag passieren kann. Ich bin mir sicher, Schwestern und Brüder, das ist heute. Das will Gott für diese große Versammlung. Der Herr unter uns, das ist die Krönung des Ganzen. Größeres kann bei einem Kirchentag nicht passieren. Aber was bedeutet in meinem Namen? Zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Kreuze auf der Frauenkirche und auf der Kathedrale und auf der Kreuzkirche geben die Antwort. Der Apostel Paulus sagt es uns so: Ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Im Namen dessen versammelt, der alles, aber auch wirklich alles gegeben hat. Das heißt für uns alles geben. Und das heißt mit dem Herzen da sein, damit er in unserer Mitte sei. Und wo er wirklich da ist, da rücken die Menschen immer zusammen. Da entsteht die Atmosphäre, nach der sich so viele sehnen. Wo Gott ist, da ist Zukunft. Allen, die hier sind, wünsche ich einen solchen Kirchentag mit Herz. Auch wir katholischen Christen haben kräftig dafür gebetet, damit allen, die hier sind, deutlich werde: Christsein ist ein Glücksfall. Und ich möchte sagen, viele in Sachsen, viele in Dresden, viele in den neuen Ländern haben Sehnsucht danach, suchen Glück, Leben, Freude. Und deswegen mit dem Propheten Nehemia rufe ich Ihnen deshalb allen zu: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ein Kirchentag in Sachsen. Begrüßen Sie den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Stanislaw Lem.
wir sind es, die Sachsen, mit unserem Ideenreichtum, unserer Tatkraft, unserem Gemeinsinn, unserem Stolz auf die Geschichte und die Tradition unseres Freistaates. Wir sind es, die unsere Sachsen zu einer guten Heimat für uns machen. Bis Sonntag, nun sind wir Gastgeber. Gastgeber für mehr als 120.000 evangelische Christen täglich aus Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen bei uns im Freistaat Sachsen. Dieses große Glaubensfest ist für mich persönlich und für gut 1 Million Christen in unserem Land ein Grund zur Freude. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen, mit euch allen gemeinsam über das gute Leben und die gute Gesellschaft zu diskutieren und nachzudenken. Ganz im Lichte des Evangeliums. Ich füge hinzu, auch viele Nicht-Christen sind neugierig auf den Schatz, der wir gemeinsam beten, musizieren, diskutieren und nachdenken gehoben werden soll. Danke den Organisatoren und ehrenamtlichen Helfern, die das große Glaubensfest mit unermüdlicher Arbeit bestens vorbereitet haben. Ich wünsche den Veranstaltern und Besuchern gesegnete Tage, wertvolle Begegnungen und innere Bereicherung. Sachsen ist um einen Schatz reicher geworden. Das sind Sie, liebe Kirchentagsteilnehmer. Freuen wir uns auf die nächsten Tage. Bis zum Sonntag. Der 33. Evangelische Kirchentag. Wieder ein an Sachsen kann nur gut werden. Und es ist der erste Kirchentag vor einer Kulisse, die Canaletto gemalt hat. Begrüßen Sie den ersten Bürgermeister der Gastgeberin Stadt Dresden, Dirk Hellert. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Präsidentin des Kirchentages, sehr geehrte Gäste des Kirchentages, ich darf Sie ganz herzlich hier in Dresden willkommen heißen. An meiner Stelle hätte ich Sie gerne die Oberbürgermeisterin willkommen geheißen, die sehr für den Kirchentag eingesetzt hat. Leider ist sie schwer erkrankt, insofern darf ich die Begrüßung übernehmen. Wir haben dieses Jahr überschrieben mit dem schönen Begegnen. Ich glaube, wir hätten keinen schöneren Ort wählen können als den hiesigen am Königsufer vor dem Canaletto-Blick zum Eröffnungsgottesdienst. Die Dresdnerinnen und Dresdner freuen sich auf den 33. Evangelischen Kirchentag. Es war schon mit etwas Mut verbunden, den 3. Kirchentag in Folge nach Bremen und München hier auszurichten. Die Frage stand im Raum, wie viel werden unsere Stadt zu? Wir sind sehr, sehr froh, dass 120.000 Menschen dem Ruf nach Dresden gefolgt sind. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen zum ersten Mal unsere Stadt zu. Ich hoffe, Sie werden es nach den Tagen oft wieder tun und haben sich am Ende hier sehr wohl gefühlt. Die Dresdnerinnen und Dresdner und auch die Menschen des Umlandes wollen mutige Gastgeber sein, und das haben sie der Vorwelt gezeigt, indem nicht wie zunächst vermutet 10.000 private Quartiere, sondern nein, über 12.000 private Quartiere zur Verfügung gestellt worden sind. Und ich hoffe, dass sich alle bei den Familien sehr, sehr wohl fühlen. Wir haben versucht, rechtzeitig unser Wort zu halten, die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen, die wir versprochen haben. Dazu gehörte unter anderem eine neue Straßenbahnlinie in das Herzen dessen, wo ein Schwerpunkt des
Kirchentages ist, das Dresdner Osterkirche an die Messe pünktlich am letzten Sonntag konnten wir sie in Betrieb nehmen. Insofern hat sie die erste Bewährungsprobe mit Ihnen, mit dem Kirchentag hier in unserer Stadt. Insofern wird sich eine Perlenkette vom Ostergehege bis zum Dynamo-Stadion, bis zum Großen Garten in die Veranstaltungsorte reihen. Und wir freuen uns, viele Menschen aus nah und fern begrüßen zu können. Insbesondere möchte ich nochmal ganz herzlich willkommen sagen, auch den vielen, vielen internationalen Gästen, gerade denen, die mit Schwerpunkt aus Osteuropa in unsere Stadt kommen. Dresden sagt, wir kommen dem 33. Evangelischen Kirchentag. Wir wünschen Ihnen angenehme, bereichernde Tage, interessanten Austausch, neue Inspiration. Sind Sie uns herzlich willkommen. Vielen Dank. Thank you.